Hallo? Einen schönen guten Morgen. Hallo, Will. Ja, wie geht's mit Ihnen? Mir geht's sehr gut. Die Sonne scheint in Deutschland. Es ist ja traumhaftes Wetter. Wo euch auch in Spanien? Ja, ich sitze hier in Spanien und ich spreche mit Sie in Deutschland, oder nicht? Ich bin in Deutschland, ja. Ja. Das Riesen, dass wir Sie hier eingeladen haben, ist das Schöne. Ich will noch einmal erzählen für die Zuhörer ein bisschen über diese Song. Ich will noch einmal, ist daraus entstanden, dass ein befreundetes Pärchen von mir ja eigentlich ziemlich unglücklich ist in ihrer Ehe, weil er sich damals eigentlich in jemand anderen verliebt hatte, aber am nächsten Tag heiraten musste und er einfach sehr traurig ist darüber und immer noch seiner Liebe von damals hinterher weint. Ja. Carmen Lehmann griff ein uraltes Thema und würzt das mit alles zusammen nach einem neuen Song. Stimmt das? Ja, richtig, genau. Das betrifft ja ganz viele Menschen, die irgendeine Sehnsucht haben, die sie nie ausleben durften und einfach gezwungen wurden, Dinge zu tun, die sie vielleicht gar nicht wirklich wollten. Ja. Du hast den Text von diesem Song, hast du sie selbst geschrieben? Ja. Ja. Was war die Inspiration zu schreiben, diesen Text? Ah, die Inspiration, ja, war eben die Geschichte von meinem Bekannten, der mir damals einfach erzählt hat, wie traurig er ist, dass er damals sich an diesem einen Abend in dieser Bar so sehr verliebt hat und aber, wie gesagt, am nächsten Tag die Hochzeit hatte mit seiner Ehefrau und war viele Jahre mit ihr zusammen, viele Jahre unglücklich und eines Tages hat er sich dann aber doch umentschieden und ist dann zu seiner Liebe zurück. Ja. Er konnte die nie vergessen. Aber diese Song ist ganz anders. Vorher hatte sie etwas andere Musik gebracht. Das war mehr mit Feuer da drin, oder nicht? Feuerwerk. Feuerwerk. Feuerwerk habe ich auch selber geschrieben, ja. Ja. Jetzt hast du was anderes. Warum? Naja, Feuerwerk war ja eher so ein Pop-Titel und jetzt geht's so richtig in den Schlagerbereich. Ich probiere einfach aus, auch mein nächster Song, der im Sommer erscheint, Frei und Schwerelos, der geht wieder in eine andere Richtung, aber grundsätzlich bleibt alles beim deutschen Schlager, aber deutscher Schlager ist ja mittlerweile sehr breit gefächert. Und ich möchte mich da noch gar nicht so richtig festlegen. Es wird schon am Ende eher in die Pop-Schlager-Ecke gehen, aber ja, ich probiere einfach mal aus und was mir so in den Sinn kommt, schreibe ich einfach mal. Ja. Aber jetzt, wie geht das mit dem Schlager in Deutschland? Ist es viel Angebot? Ja, doch. Also wir haben in Deutschland ein großes Schlagerpublikum, vor allem in der Ecke Berlin-Hamburg da oben. Also ich muss schon sagen, oder auch bei mir zu Hause in Crailsheim, wo ich lebe, das Schlagerpublikum wird immer größer. Schon alleine, klar, durch Helene Fischer, Andrea Berg. Die Leute lieben Schlager, die lieben vor allem deutsche Musik in Deutschland, weil sie können mitsingen, die Texte sind leicht und die Menschen haben Spaß an Schlager. Ja, es steht auch in Ihrer Pressberichte, steht auch ein schönes Ding, das Sprichwort, der Hoffnung stirbt zuletzt. Richtig, ganz genau. Das ist ja das, was man immer wieder erlebt, dass wenn die Leute sich wirklich trauen und an das glauben, was ihnen wirklich am Herzen liegt, man kann das schon dann machen. Also wenn man unglücklich in irgendeiner Situation ist, dann muss man die einfach ändern, weil was bringt das Leben, wenn man unglücklich ist? Gar nichts. Glücklich sein ist doch alles. Glücklich sein und gesund sein. Ja. Ist das die Musik, dass du was jetzt gemacht
Ein wunderschöner Song. Gehst du da mit weiter oder kann so nächstes Mal schön etwas anders sein? Nächstes Mal ist der neue Song Frei und Schwerelos, der im Sommer, im August wahrscheinlich erscheint. Der geht schon wieder ein bisschen in die andere Richtung. Schon so ein bisschen in die Richtung Kerstin Ott, würde ich sagen. Aber grundsätzlich möchte ich beim Schlager natürlich bleiben. Ja. Möchte ich mal was persönlich fragen? Wo leben Sie in Deutschland? Bei Stuttgart in Crailsheim. Aber wo ist das in der Nähe? Zwischen Stuttgart und Nürnberg, genau mittendrin. Nürnberg, Richtung München. Ja, genau, ja, Süddeutschland, Baden-Württemberg. Wir haben das immer gefahren, wenn wir gehen am Wintersport nach Österreich. Ah, okay, sehr schön, ja, toll. Und was, Sie singen, aber nach dem Singen, was machen Sie für Arbeit? Ich bin Gesangslehrerin, ich habe eine eigene Musikschule hier in Crailsheim und bin hauptberuflich Gesangslehrerin und natürlich Sängerin am Wochenende. Und habe jetzt durch Corona, weil jetzt da einfach keine Auftritte waren, hatte ich die Zeit, Songs zu schreiben und habe das jetzt einfach mal gemacht und kam ganz gut an beim Publikum, vor allem Feuerwerk. Da waren die Leute dann, vor allem an Silvester natürlich, der erschien ja noch kurz vor Silvester und hatte großen Anklang mit Feuerwerk damals. Ich muss sagen, ich kriege das erste Mal das Bild von Fiesta. Ein wunderschönes Bild. Ein wunderschönes Bild von Sie. Dankeschön. Ja, eine Komplimente. Eine Kompliment von vielen mir. Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Wann kommen Sie nach Spanien singen? Wenn ich eingeladen werde, dann komme ich nach Spanien zum Singen. Man muss mich nur einladen, dann komme ich. Wenn man mich ruft, bin ich da. Wie gehen das Spiel? Ich will noch einmal. Eben für die Zuhörer. Wo kann man mehr Informationen kriegen über dich? Mehr Informationen? Also auf jeden Fall über meine Homepage www.carmen-lehmann.com. Natürlich auf Facebook poste ich täglich im Normalfall, was gerade so Neues passiert. Man findet mich bei Instagram. Einfach mal bei oder überhaupt im Internet einfach mal meinen Namen eingeben und da findet man schon ziemlich viel. Ich bin ja schon seit fast 20 Jahren selbstständig als Sängerin und da steht doch schon so einiges über mich im Internet. Wir geben das Spiel, ich will noch einmal auf den ersten Platz. Vielen, vielen Dank, dass du heute Morgen live bei uns im Programm warst. Die beste Ankündigung kannst du selbst machen. Ja, okay. Jetzt? Ja. Okay. Hallo, ihr lieben Zuhörer in Spanien, Belgien, Niederlande und vielleicht auch in Deutschland. Mein Name ist Carmen Lehmann und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß mit meinem neuen Song Ich will noch einmal. Ich wünsche noch ein schönes Wochenende und hoffentlich, danke, noch viel Sonne. Tschüss. Ja, das wünsche ich dir auch. Tschüss.